Ihnen, liebe Piraten und Landratten. Stromi und Hanno sind mal wieder unterwegs. Das Wetter genießen. Wir haben morgen den 1. Mai. Wir haben so 15, 16 Grad haben wir draußen. Das ist schön angenehm zum Fahren. Ist nicht zu warm, aber auch nicht kalt. Morgen soll es auch nochmal schön werden. Da werde ich wahrscheinlich eine Tour mit den Tourenfahrern NRW machen. Mal schauen, ob das klappt. Ob meine Frau Zeit und Lust hat. Weil wenn, dann muss ich sie ja mitnehmen. Und vor allen Dingen können wir Hunde wieder so lange allein lassen. Das ist das Problem. Weil die Person, wo er sonst ist, ist nicht da. Ich könnte höchstens meinen Nachbarn fragen, ob er bei ihm bleiben kann. Das kann ich heute Abend mal machen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall, ich will jetzt zur Hohen See, wo ich rauffahren. Da war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Da waren wir mal vor, ich glaube vor 2 Jahren oder was, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich habe die Drohne hinten auf dem Motorrad. Will ein paar Luftaufnahmen da oben machen. Das wird bestimmt interessant werden. Der einzige Nachteil an der Sache ist, ich kann daher nicht direkt bis zu den Ort, wo ich filmen will, fahren. Ich muss ziemlich viel laufen. Tja, da muss ich aber durch. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. So, die Strecke kennt ihr alle schon, oder die meisten von euch. Fahre ich ja öfter mal drauf. Bei dem Auspuff diese Fehlzündung, wenn ich Gas wegnehme, bum bum. Das ist einfach fantastisch. Das war eine gute Entscheidung, damals den Auspuff drunter zu machen. Dieser normale Euro 4, den kann man in der Pfeife rauchen, der taucht nichts. Butter vor uns. Das wird jetzt lustig. Und Gegenverkehr. Der einzige Graden, wo ich hätte überholen können. Gucken jetzt nach der Kurve, da sehe ich ja auch die nächsten 1-2 Kurven. Muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr gerade links oben auf die Mittellinie kommt. Weil man hat schon mal, so wie gerade eben, Gegenverkehr. Das
kam böse hinter mir. Ist nicht viel Platz. Die Autofahrer rechnen auch mit nichts Bösen. Wenn ich dann aber mal auf denen ihre Seite entgegenkomme, ist das scheiße. Deswegen müssen wir hier leider ein bisschen gesichert hochfahren, sonst könnten wir ganz anders durch die Kurve bewegen, aber das Risiko ist zu hoch. Wir sind jetzt sowieso gleich da. Unten an der Ampel geht's links zu und die, wo ich da oben sieht man sie schon. Gastronomie. Da ich auch schon mal was essen, hier im Alt Vibo. Das geht nun mal leider nicht anders. Na, Hanno, wie geht's dir? Hast du genug gesehen wegen dem Päckchen da? Jo, jo, kann schon gut gucken. Schönes Wetter, macht Spaß. Also, ich mache jetzt die Kamera aus, mache ein paar Luftaufnahmen und dann sehen wir uns auf der Rückfahrt gleich wieder. Thank you.
PremiumBeat.com. Aufnahmen habt ihr jetzt gesehen. Jetzt machen wir noch eine kleine Rundreise mit dem Hanno zusammen. Ja, will Motorrad fahren. Und dann fahren wir anschließend noch zum Hengstersee. Und jetzt schauen wir erstmal ein bisschen. Oh, hier können wir drehen. Und dann fahren wir los. Der Tag war bis jetzt super, hat Spaß gemacht, auch mal wieder hier oben zu sein. Es sind ganz schön viele Leute unterwegs, habe ich festgestellt. Naja, vielleicht haben ja auch einige schon Urlaub, weil morgen ist Feiertag. Und morgen treffen wir uns ja mit den Tourenfahrern NRW. Fahren ein bisschen spazieren. Jetzt fahre ich noch ein kleines Stück Richtung Dortmund, aber nicht allzu weit. Hopp, Visier zumachen, weil der Wind ist ganz schön laut. Die jetzt alle vor uns haben, wenn wir da Berg runterfahren, ist auch scheiße. Aber auch nicht zu ändern. Solange wir nicht wieder so eine Transusen-Oma vor uns haben wie letztes Mal, den Berg da mit 30 km/h, alle biegen ab. Aber wir fahren jetzt zum Hengstersee runter. Trinken uns da noch was. Essen was. Und dann schauen wir mal. Die ganzen Viecher auf der Linse, so. Auf dem Visier, das nervt ganz schön. Ich hoffe, es sind keine auf der Kamera. Das fehlte nämlich noch.
wundert mich nur, dass dieser Paparazzi-Bulle hier oben nicht mehr steht. Ich gab's ja früher immer einen Polizisten, der sich da oben hingestellt hat, fast jeden Motorradfahrer angehalten hat, der hier die Unsiburg runtergefahren ist. Oder raufgefahren ist. Mehr als im zweiten können wir hier nicht durchfahren. Dann hängen wir nämlich unten und das geht da vorne ganz schön weit runter. Da sind wir nämlich da oben auf der Brücke, die man da sieht. Und da möchte ich nicht runterfahren, nein. Oh, aber wir sind schon am Hengster See. Liebe Piraten und Landratten, ich beende hier das Video. Das war's für heute. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Euer Stromi. Everything changes.